Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es um zwei schicke Mounts, die wir uns von einer Ruffraktion besorgen können. Und dementsprechend befinde ich mich schon einmal auf der Küste des Wachens auf den Koordinaten 47, 38 und, nee, nicht 38, 83, so rum, dass ich euch keinen Scheiß erzähle. Und zwar sind wir einmal im Drachenschuppen-Basislager. Hier gibt es bei einem Händler, hier in dem Zelt, zwei schicke Mounts. Und zwar quatschen wir sie jetzt mal an. Und wenn wir da ein bisschen nach hinten scrollen, seht ihr, haben wir einmal gezähmte Flatterlibelle und dann Azurflatterlibelle. Die beiden wollen wir uns kaufen. Und ihr seht schon, ich kann mir die nicht kaufen, man muss insgesamt Ruhm 25 sein. Das machen wir jetzt gleich mal. Ich bin aktuell Ruhm 24. 25 ist hier das Maximum. Und ich will euch so ein bisschen erklären, wie wir den Ruhm zusammenkriegen und das euch dann auch gleich mal ein bisschen demonstrieren. Also, wie können wir den Ruhm hier bei der Drachenschuppen-Expedition hochfarmen? Naja, es ist wie bei allen Fraktionen. Als allererstes solltet ihr mal hier in den verschiedenen Gebieten die Main-Quest-Reihe komplett durchspielen. Dann gibt es noch einen Haufen Side-Quests, die ihr nicht unbedingt überall gleich sofort seht. Die bringen auch alle Ruf. Und da kann ich empfehlen, so ein Add-on wie All the Things zu benutzen. Das trackt alle möglichen Quests unter anderem. Und ja, da kann man die sich alle schön raussuchen und dann quasi eins nach dem anderen abhaken. Das summiert sich mit der ein oder anderen Quest da ganz schön zusammen, was man an Ruf bekommt. Gibt natürlich noch einen Haufen andere Add-ons, die auch quasi Side-Quests tracken können. Als nächstes solltet ihr natürlich immer schön die World-Quests mitnehmen. Die sind ja aktuell zweimal die Woche, also einmal am Mittwoch spawnen welche und dann kommen nochmal ein zweites Set an World-Quests am Samstag gegen Abend. Sobald ihr das alles mitgenommen habt, könnt ihr bei der Drachenschuppen-Expedition jede Woche zwei quasi Weekly-Quests machen. Die könnt ihr einmal hier in dem Lager direkt abholen. Da müsst ihr, wenn dann in den Instanz rein oder ihr müsst halt dementsprechend irgendwas in der offenen Welt machen, ist meistens nicht sonderlich viel Arbeit. Dann gibt es in Taldrassus noch Weekly-Quests, die unter anderem auch Ruf für Fraktionen bringen können. Und zwar gibt es eine, wo ihr quasi insgesamt 3000 Ruf erwirtschaften müsst. Wenn ihr das absolviert habt, kriegt ihr am Ende 500 Ruf für jede Fraktion. Dann gibt es PvP-Quests, da müsst ihr dann ein bisschen was in der Arena machen, ein bisschen was im BG oder auch Geplänkel. Dafür könnt ihr euch einen Ruf-Token aussuchen, da gibt es auch immer zwei Stück, eine für quasi instanziertes PvP und eine für offenes PvP und auch da gibt es dann Ruftoken, wo ihr euch theoretisch auch für die Drachenschuppen-Expedition entscheiden könnt. Selbiges gibt es dann auch noch in Waldracken hier für die PvE-Geschichten und zwar gibt es immer zwei Dungeon-Quests und auch da kriegen wir ein Token. Ich glaube, jedes Token ist 250 Ruf für eine Fraktion eurer Wahl. So viel zu diesen Sachen. Dann bei der Drachenschuppen-Expedition ist es ganz stark so, dass man auch Hardcore grinden kann. Wie könnt ihr Hardcore grinden? Ihr könnt einfach dementsprechend Abzeichen holen. Und zwar, ich habe hier gerade schon ein paar im Inventar, das will ich jetzt euch gleich mal demonstrieren. Dracheninsel-Artefakt schimpfen sich die. Und die kriegt ihr aus allen möglichen Kisten. Es gibt ja einmal diese Expeditionspaket, heißt es, glaube ich, dass ich es noch rausbringe. Da kriegt ihr die Dinge raus. Die liegen hier überall rum, wird auch auf der Map angezeigt. Dann, wenn ihr hier schon ein bisschen höher seid, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, quasi verschiedene Sachen zu nutzen. Und zwar könnt ihr so bewegte Erde, schimpft sich das, ausbuddeln, indem ihr einmal Schaufeln mitnimmt. Und zwar können wir die Schaufeln einmal, wenn dann hier kaufen, wie ihr seht. Die haben aber Aufladung, also die verbrauchen sich die Schaufeln. Da habt ihr 5 Aufladungen. Oder ihr habt einen Schmied und stellt euch robuste Expeditionsschaufel her. Oder die könnt ihr auch mal kaufen, falls ihr das nicht selber machen könnt. Und die haben 20 Aufladungen. Diese Dinge empfehle ich, weil diese bewegte Erde findet ihr sehr viel und 5 Aufladungen sind da sofort weg. Überall da sind diese Sachen drin. Dann, wenn ihr hier, wie gesagt, noch ein bisschen höher seid bei der Fraktion, könnt ihr auch so magische Schatztruhen aufmachen und die findet ihr oder könnt erst dann aufmachen, wenn ihr hier auf Ruhm 16 seid. Das sind so Kisten, wo ihr, wenn dann ein Feuerspell drauf wirken müsst, ein Frostspell, dass ihr aufgehen. Das so Kisten sind wie einfach ein Torgas, wo man so Hebel aktivieren muss. Gibt es ganz verschiedene Sachen. Ist immer ein bisschen was noch dabei, die quasi zu öffnen und da können auch diese Teile drin sein. Ich habe da verschiedene Möglichkeiten, wenn dann ihr fliegt mit euren Schaufeln bewaffnet und quasi mit dem Auge auf der Map einfach hier über die Zonen drüber und sucht das Ganze. Oder ihr geht an bestimmte Spots, wo viele auf dem Haufen liegen. Da gibt es sehr viele hier in der kompletten Zone, beziehungsweise in den Zonen. Und hoppt da einfach. Was ist Server-Hopping? Einfach quasi hier in irgendwelche Questgruppen am besten rein, in der Zone, die ihr seid. Und dann
in eine nach der anderen Gruppen rein, die Sachen looten, die er braucht und wieder weiter hoppen. Ne? Ich persönlich habe jetzt einige von den Marken mir geholt und zwar, was ich empfehlen kann, hier oben sind so Furbolgs. Ich habe da ein bisschen Sidequests gemacht, jetzt sind die so neutral zu mir, die greifen mich nicht an. Und da gibt es eine Höhle und einen Haufen Häuser und da können, die Betonung liegt auf können, sehr viele Spots sein, teilweise auf 5, 6 Spots gleichzeitig, die man alle innerhalb von der Map sieht. Und da bin ich ein bisschen gehoppt. Ist aber, es gibt einen Haufen andere Spots in allen möglichen Zonen, die ihr benutzen könnt. Das ist einer, in dem ich unterwegs war. Genau. Und ja, jetzt haben wir hier 100 irgendwas von den Abzeichen noch rumliegen. Und ich kann euch das mal zeigen. Wir können die jetzt hier abgeben. Ne? Zum Beispiel, wenn wir viele haben, können wir 20 auf einmal abgeben, kriegen 300 Ruf. Und dann geht das hier schon ein bisschen hoch. Was ich empfehlen kann, ein Addon, was automatisch das Ganze hier für euch abgibt. Unter anderem habe ich hier ein Addon, das heißt Leatrix Plus. Da machen wir jetzt einmal mal die Questannahme automatisch. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, seht ihr, dann drückt er das automatisch durch, muss nicht mehr viel machen. Und mein Ruf geht hier allmählich hoch. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Seht ihr, er macht das hier. Gibt die einfach alle automatisch ab. Easy. Und ja, dann sind wir da mit dem Ruf soweit fertig. Und jetzt können wir uns auch die Dinger kaufen, beziehungsweise eine Quest kriege ich jetzt da hinten. Und das müsste mir, wenn es so wie bei den anderen Sachen war, eins der beiden Mounts bringen. Oh, jetzt machen wir das wieder aus. Das will ich jetzt nicht weiter automatisieren hier. Und zwar kann ich mir jetzt entscheiden zwischen dem gezähmten Flatter, zwischen der gezähmten Flatter-Libelle und der Azur-Flatter-Libelle. Wir nehmen jetzt mal die gezähmte. Da haben wir schon mal eins. Und das zweite kann man sich dann einfach kaufen. Wie rum ihr euch entscheidet, ist vollkommen wurscht. Ja. Das zweite können wir uns jetzt einfach hier hinten kaufen. Da brauchen wir noch ein paar günstige mattschillende Federn. Die habe ich schon mal besorgt. Kosten immer ein Gold, brauchen wir 5 von. Und dann brauchen wir geschwungene Vogelfeder und davon brauchen wir 20. Kosten hier mal 14 Silber pro Stück. Also da werdet ihr nicht arm, wenn ihr euch die holt. So, dann gehen wir mal vor die Tür. Lernen die beiden Mounts. Number 1 und Number 2. So, okay. Dann können wir sie einmal uns angucken. Ihr seht, viele Mounts brauche ich tatsächlich aktuell auch nicht mehr. Blatterlibelle. Ihr seht, es gibt noch ein weitere. Die können wir aber aus diesen Drachenschuppen-Expeditionskisten rauskriegen. Expeditionssperrpaket, genau so heißen die. Die können wir da rauskriegen, sobald wir 25 sind. Die werde ich nachher auch noch jagen gehen. Und sobald ich die habe, gibt es dann da auch noch mal ein kleines Video von. So, jetzt mounten wir aber mal auf die einen beiden auf, die wir schon haben. Das ist aber quasi der Wasserschreiter bloß in ein gutes Stück größer, oder? Ich muss nachher mal den Wasserschreiter auspacken. Sieht aber schon ein gutes Stück größer aus. Okay, jetzt hat dasselbe Model. Ich frage mich, ob das Ding auch fliegen kann, ne? Leider kann ich jetzt hier nicht fliegen und uns ausprobieren, aber macht schon was her. Also das ist jetzt das erste und hier haben wir das zweite. Sieht schon cool aus. Also zwei Sachen würde ich jetzt gerne testen. Erstens, ich meine, es ist wesentlich größer als dieser Wasserschreiter. Und ob das Ding fliegen kann. Jetzt porten wir uns einfach mal nach Legion, weil da können wir nämlich auf jeden Fall fliegen. Und dann probieren wir uns mal aus. Schauen uns das mal an, wie das ausschaut. Also, jetzt muss ich es nochmal rausziehen. Hier. Wäre eine Schande, wenn es nicht fliegen kann bei den Riesenflügeln. Nice, das Ding kann einfach fliegen. Hat sogar eine relativ lässige Animation mit den Beinen, die so weghängen. Ich finde die Dinger irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Das ist ein coolerer Wasserschreiter. Hat irgendwie was. Vor allem, der ist auch relativ groß, ne? Also jetzt so im Vergleich. Jetzt weiß ich bloß leider nicht mal, wie der andere. Der hieß, ach doch, Azurwasserschreiter. Schauen wir mal, ob der... Ich war jetzt schon ewig nicht mehr drauf. Ja, der ist viel kleiner, ne? Der ist viel kleiner. Hieß der jetzt irgendwas, Libelle? Nee. Mal gucken, wie die jetzt genau hieß. Hab ich Kurzzeitgedächtnis, irgendwas mit Flatter. Flatter. Libelle, so rum. Nicht Libelle. Ups. So, okay, da haben wir es. Aber das, also es ist auf jeden Fall viel größer. Ja, macht schon was her. Macht definitiv was her. Gut, das waren die beiden Mounts. Ich werde jetzt das dritte noch jagen gehen, weil wahrscheinlich muss ich dann nochmal ein paar hundert Kisten aufmachen. Und sobald ich das habe, gibt es nochmal einen kleinen Mount Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.